kann reden. Bei uns im Studio ist der Ruben Neugebauer. Guten Abend. Guten Abend. Er ist Seenotretter, er ist auch Sprecher der Organisation Sea-Watch. Sie sind selber regelmäßig auf dem Mittelmeer. Herr Neugebauer, wenn im Rössli etwas passiert, ist der Wirt verantwortlich. Wenn in der Arena etwas passiert, ist Schweizer Radio und Fernsehen verantwortlich. Wer ist fürs Mittelmeer verantwortlich? Das Mittelmeer ist nicht nur ein Meer, sondern eben auch die europäische Außengrenze. Und deswegen hat Europa da eine Verantwortung. Das zentrale Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Wir haben es gerade gesehen, es sind auch dieses Jahr wieder sehr viele Menschen dort ertrunken. Aber weil Europa diese Verantwortung nicht wahrnimmt, machen wir das eben. Deswegen ist unser Schiff heute wieder ausgelaufen und ist auf dem Weg in das zentrale Mittelmeer, um dort eben Menschenleben zu retten. Weil was ich ganz wichtig finde, was in der Diskussion jetzt die ganze Zeit immer zu kurz kommt, es geht da nicht um Migrierende oder um Flüchtende, sondern es geht da ganz einfach um Menschen mit legitimen Bedürfnissen. Und da ist ganz egal, ob jetzt jemand kommt, weil er den legitimen Wunsch hat nach einem sicheren Leben oder ob er jetzt kommt, weil er aus einem Bürgerkriegsland flieht oder weil er ein besseres Leben einfach möchte. In erster Linie sind das einfach Menschen. Sie fahren für Sea-Watch ein Schnellboot, Sie fahren hin zu diesen Flüchtlingsschiffen, Sie treffen diese Menschen an. In welchem Zustand treffen Sie diese Menschen? Ja, wir haben vorhin gehört, wie es in den libyschen Lagern so aussieht. Herr Klarner möchte daran nichts ändern, aber tatsächlich ist es so, wenn wir diese Menschen an Bord bekommen, dann sehen wir da die Spuren von Folter, dann sehen wir da die Spuren, die das hinterlässt, wenn man eben monatelang unrechtmäßig dort in Haft ist. Und ja, es gibt natürlich auch Konsequenzen davon, wenn man dann dort eben nicht mehr aktiv ist. So, ja? Sie können nie alle diese Menschen retten, die Sie antreffen auf dem Mittelmeer. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie damit um, dass hier praktisch unter Ihren Händen vor Ihren Augen Menschen ertrinken? Es ist natürlich super schwierig, damit umzugehen, weil wir reden die ganze Zeit über einen Migrationspakt. Es gibt einen anderen Pakt, da ist die Schweiz übrigens Teil davon. Der ist diese Woche gerade 70 geworden. Das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und da steht nämlich was drin, das steht auch in der Schweizer Verfassung im Übrigen. Das ist, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Und das gilt auch für Sie. So, und um jetzt mal ein Beispiel zu machen, was das bedeutet. Wir haben auf dem Mittelmeer aktuell die Situation gehabt im September, dass der Aquarius die Flagge entzogen worden ist. Die Schweiz hat ihr keine Flagge ausgestellt. Genau, das ist ein Rettungsschiff. Nachdem diese Flagge entzogen worden ist, waren im September keine Rettungsschiffe mehr auf dem Mittelmeer aktiv. Und was ist passiert? Die Todesrate ist explodiert. Und zwar auf 1 zu 5. Und damit Sie sich das jetzt mal besser vorstellen können, was das heißt. Ja, 1 zu 5 ist die Todesrate. Das heißt, eine aus 5 Personen, die übers Mittelmeer flieht, stirbt. Wenn man jetzt hier einmal durchzählt, dann fange ich hier einmal an. 1, 2, 3, 4, 5. Herr Klarner, Sie sind leider ausgeschieden in dieser Statistik. Und deswegen fände ich es schön, wenn Sie uns für den Rest der Sendung Ihre rassistischen Ressentiments ersparen. Nein, Moment. Herr Neugebauer, bleiben Sie mal kurz hier stehen und lassen Sie den Andreas Garner reagieren. Lassen Sie ihn reagieren. Es geht nicht um Herrn Garner, es geht um die Sache. Andreas Garner, Sie haben das Wort. Bei allem Respekt für Ihre Arbeit, und ich habe die auch in Lesbos lebhaft geschildert bekommen, gibt es auch so Boote, die eben richtiggehend als Schleppe sich betätigen. Wir haben ganz klare Beweise dafür. Und es gibt sicher die... Die Beweise würde ich gerne sehen. Legen Sie einen auf den Tisch. Lassen Sie ihn ausreden, Herr Neugebauer. Sie wissen das ganz genau. Die italienische Küstenwache hat das belegt. Und es gibt eben solche und solche. Aber ich ehre und achte, was Sie tun. Und selbstverständlich, jedes Menschenleben ist wert, gerettet zu werden. Da sind wir, glaube ich, im gleichen Punkt. Neugebauer, wenn Sie mögen, sich für den sitzen, haben die Kameraleute bessere Chancen, Sie zu zeigen. Herzlichen Dank, Herr Neugebauer. Eine Frage, was Herr Klarner gerade angesprochen hat. Viele Leute sehen Sie als Held, andere sehen Sie als Gehilfe der Schlepper. Wie sehen Sie selber sich? Naja, das ist ja schlicht falsch, dass wir da Schleppergehilfen sind. Ich habe ein Problem mit dem Wort Held, so, aber das, was wir machen, ist, denke ich, einfach wichtig. Ich stehe schon zu einer europäischen Solidarität auch mit den Menschen, die fliehen. Was er aber gesagt hat, er hat ja gerade hier Vorwürfe in den Raum gestellt und da möchte ich auch mal eben drauf reagieren können. Es wird ja immer wieder behauptet, wir würden da irgendwie nicht ganz sauber arbeiten. Alles ist wissenschaftlich widerlegt, der sogenannte Push-Faktor, da gibt es mehrere Studien. Pull-Faktor, Entschuldigung, das stimmt einfach nicht, dass durch die Anwesenheit der Rettungsschiffe jetzt mehr Menschen kommen würden. Ich habe von Schlepperunterstützung gesprochen. Ich spreche auch davon, dass ihr Transponder ausschaltet, damit man nicht sieht, wo ihr hin und her fährt. Ja, und da fangen wir, da geht es ja los mit den Unwahrheiten. Da wird sehr viel Quatsch erzählt. Es gab diese Geschichte, dass die Transponder ausgeschaltet werden. Dafür gibt es einen ganz simplen Grund.
Und zwar, dass überhaupt diese Transponder im Internet erscheinen, da ist unser Schiff für verantwortlich, weil wir nämlich sagen, man muss zeigen, was da unten abgeht. Wir übertragen mit unserer Satellitenanlage diese Transponder-Signale ins Internet. Und wenn unsere Satellitenanlage zum Beispiel, weil wir an einem Kurs sind, wo die Satellitenabdeckung nicht gegeben ist, nicht ins Internet übertragen werden, dann heißt das nur lange nicht, dass wir die Transponder-Signale abgeschaltet haben. Das können wir auch im Übrigen lückenlos nachweisen. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind, Herr Neugebauer. Es ist so. Ja, jetzt gibt nur den Gesprächsverlauf mitverfolgt und möchte einfach festhalten, dass wir bereits so weit sind, dass jemand, der Menschenleben rettet, sich muss rechtfertigen für das. Und das sieht einfach, wie zynisch der Diskurs mittlerweile geworden ist und wie probiert wird, wirklich auf Kosten von Menschenleben politisches Kapital zu schlagen. Und die ständige Kriminalisierung von diesen Leuten, es führt einfach zu Todesopfern, Herr Glan. Andreas Glan. Ich meine, ich kann mich nicht jetzt noch mal wiederholen. Ich habe doch jetzt vorher gesagt, ich achte und ehre, was ich mache. Ich habe ähnliche Leute kennengelernt. Sie können mir doch jetzt nicht unterstellen, ich habe einen Angriff. Ich sage, es gibt einfach auch die andere Seite. Und die ist beleidigt. Es gibt ein Rettungsboot, das ganz gezielt Schleppertätigkeit macht. Selbstverständlich. Aber die italienische Küstenwache hat Aufnahmen. Das wissen Sie so gut wie ich. Ja, und da hat das. Kann es vielleicht auflösen. Es ist nicht ein fundamentaler Unterschied zwischen Leuten retten, die draußen sind. Und Leute retten, die die Schlepper extra dort angebracht haben, weil sie wissen, dass es gerettet wird. Natürlich. Er muss nicht ein krimineller Helfer sein, um die Effekte zu erzeugen, die Sie, Herr Glaner, ansprechen. Selbstverständlich gibt es die, Herr Wermuth, Herr Bärfuss. Wenn ich als Schlepper weiss, dass die Leute gerettet werden, kann ich natürlich dort anfahren, wo die Schlepper sind. Ob die Leute wegen dem fliehen, ist eine ganz andere Frage. Klar.